Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Im letzten Part sind wir erst gestorben, dann wurde uns unsere Seele weggenommen, dann wurden wir begraben, dann wurden wir von diesem komischen Typ, der sich Bounce nennt und etwas unkonventionell aussieht, wiederbelebt. Und der sagt, hat uns das alles dann erklärt, was überhaupt vorgefallen ist, und meine Crew ist weg und alles ist irgendwie ein bisschen scheiße und wir haben unsere Ausrüstung verloren und haben unsere ganzen Fähigkeiten vergessen. Ja, und schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Die Entwicklung sieht eigentlich nicht schlecht aus. Und ja, hey Bones, wie schaut's aus? Wie kommen wir von hier wieder weg? Wie? Ich habe eine kleine Schaluppe dort in der Bucht vor Anker liegen. Es ist kein Schlachtschiff, aber zumindest ist es einigermaßen hochseetauglich. Ich will mich hier noch etwas umsehen. Ich will mich... Tu, was du nicht lassen kannst. Doch vergiss nicht, du hast deinen Geist verloren. Wenn du nicht zum Schergen mutieren willst, solltest du schleunigst etwas dagegen unternehmen. Wenn du noch Fragen hast, ich bin an deiner Seite. Bei uns schließt sich dir an. Neue Quest, nur weg von hier. C, Charakterwerte steigern. Ah, ich hab, wenn du hast genug Ruhm, um deine Attribute zu steigern. Ruhm. Ruhm natürlich. Die Änderungen werden beim Verlassen des Menüs wirksam. Inventar. Ah, ich durfte zumindest das Zeug behalten. Ausrüstung. Rechte Hand. Fechtschwert 20 bis 25. Mehr Krabbenstecher, sieht besser aus. Linke Hand haben wir Wurfdolche, begrenzt. Kopf haben wir nix, Körper haben wir lauter Bullshit. Goldener Ohrring, den können wir anlegen. Amulett haben wir keins und Rung haben wir nur für einen grünen Goldring. Ist mir egal, was die jetzt alle für Stats haben. Hauptsache man zieht irgendwas an, weil nee, irgendwas ist besser als gar nichts. Jo, wir konnten zumindest unseren ganzen Shit behalten, also haben wir es nicht umsonst aufgesammelt. Und es ist hier irgendwie, die ganzen Muscheln sind alle irgendwie leer. Ah, eine Perle war jetzt drin, sehr schön. Einfach mal alles aufmachen. So, 9 Perlen haben wir, sehr schön. Durch deinen Tod hast du jetzt die Möglichkeit, in die Schattenwelt zu sehen. Q. Durch zusätzliche Fähigkeiten kannst du lernen, bestimmte Objekte in der Schattenwelt leichter zu erkennen. Disco, Pogo, Dengel, Lenge, Leng. Okay, gut, das lassen wir am besten. Oh, ich will mich umgucken. Ach, du bist nicht zum Einluten. Einluten. Ach, was weiß ich nicht. Okay, ich wollte mich jetzt nicht heilen. Ich wollte eigentlich die Waffe ziehen. So, Leute, da bin ich wieder zurück im Spiel. Was ist passiert? Windows dachte, let's update und restart your PC, ohne dass du es wirklich willst, ihr Lappen. Das hat sich das Spiel gedacht, und da deswegen muss ich hier neu aufnehmen, Dingsen. So, deswegen muss ich hier nochmal neu Risen starten und ja, genau. So, wir waren hier stehen geblieben und wollten hier uns ein bisschen umschauen und erkunden. Und schauen wir mal, was hier so los ist und was hier so auf uns lauern wird. Aber wenn ich mir das so ansehe, lauert hier rein überhaupt gar nichts auf uns. Warum ist das so? Ja, das ist ganz einfach. Wir waren hier schon. Das ist das, was wir anfangs mit Patty abgeklappert haben. Und das finde ich gerade ziemlich geil, weil ja meine ganzen Werte zurückgesetzt sind. Hier meine Skills und so weiter. Die sind ja alle hier zurückgesetzt und die können wir nachher nochmal alle speichern. Und das werden wir dann auch machen, aber nicht jetzt. Machen wir irgendwann mal, wenn wir halbwegs wissen wollen, was wir spielen wollen. Momentan weiß ich es ja nicht. Und ja, deswegen, ja, finde ich das ziemlich cool, dass wir schon alles erkundet haben. Da können wir uns das im Grunde sparen. Jo, Bones, komm mal her. Ach ja. Du hast noch ein paar Sachen zu erzählen. Wo finde ich, wer bist du? Wo ist Patty? Wo ist Patty? Ich sag doch, sie und ihre Jungs sind nicht mehr an der Krabbenküste. Sie fuhr mit ihrem Kahn nach Takarigua. So viel ich gehört habe, will sie dort jemanden finden, der ihr die Schatzkarte der Krabbenküste verkauft hat.
Klang nicht so, als würde das eine freundliche Begegnung. Nee, nee. Hast du jemanden auf Takarigua? Der alte Leuchtturmwärter Jack hat dort seinen Turm. Aber wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Ah ja. Das mit Leuchtturmwärter Jack ist auch... Das ist ein totaler Insider. Das wissen vielleicht die wenigsten, aber Leuchtturmwärter Jack ist der am häufigst vorkommendste Charakter in allen Piranha-Bytes-Spielen. Glaubt ihr mir nicht? Es gibt einen Leuchtturmwärter Jack in Gothic 2. Es gibt einen Leuchtturmwärter Jack in Gothic 3. Es gibt einen Leuchtturmwärter Jack in Risen 1. Und es gibt einen Leuchtturmwärter Jack in Risen 2 und in Risen 3. Das einzige Spiel, wo er quasi bisher nicht vorgekommen ist, ist in Gothic 1. Und warum? Bingo! In Gothic 1 gab es keinen Leuchtturm. Also das ist total der Insider eigentlich. Und ich finde das ziemlich lustig. Und ich habe mir schon gedacht, ach komm, Risen 3, da muss es einen Leuchtturmwärter-Check geben. Und es gibt ihn, yeah! Das finde ich ziemlich geil. So eine kleine Hommage an die alten Spiele, muss ich schon sagen. Genau, was können wir noch mit ihm so belabern? Fragen wir ihn, wer er überhaupt mal ist. Ich meine, er ist Bones, aber wer bist du? Wer bist du? Ich bin Bones. Wir sind uns vor Jahren schon einmal über den Weg gelaufen. Aber ich glaube kaum, dass du dich in deinem Zustand noch daran erinnern kannst. Ich habe deine körperlichen Überreste mit meinen erbärmlichen Voodoo-Fertigkeiten aus dem Todesschlaf geweckt. Aha. Der letzte, bei dem ich so etwas versuchte, hatte nicht so viel Glück. Aber lassen wir das. Super. Ich bin froh, dass es überhaupt geklappt hat und du nun einigermaßen lebendig hier vor mir stehst. So gesehen bin ich der letzte Freund, der dir in dieser trostlosen Gegend noch geblieben ist. Okay, alles klar. Hört sich ja super an. Wer hat dich eigentlich geschickt, um mich wiederzuerwecken? Ich bin ein Pirat, genau wie du. Naja, zumindest warst du mal einer. Du warst ein Mitglied einer einst sehr mächtigen Piratenvereinigung. Der Rat der Kapitäne auf Antigua. Admiral Alvarez führt diesen Rat schon seit vielen Jahren an. Er war es, der mich auf die Suche nach dir schickte. Alvarez macht sich Sorgen um seinen Schützling. Aha. Und woher wusstet ihr, wo er mich findet? Woher wusstet ihr, wo er mich... Das war nicht schwer. Jeder Halunke der Südsee wusste, dass du den Schatz der Krabbenküste heben willst. Was? Du solltest dem alten Mann besser mal ein wenig unter die Arme greifen. Alvarez hat so seine Schwierigkeiten auf Antigua. Der Fortbestand des Rates der Kapitäne steht auf dem Spiel. Hast du gerade mal einen Moment Zeit? Klar, schieß los. Klar. Ich habe geträumt. Fängst du nun auch damit an? Ich habe eine Insel gesehen und Nebel. Und? Und Blauröcke, einen ganzen Haufen davon. Ich bin mir sicher, diese Eingebung hat etwas zu bedeuten. Wir sollten der Sache nachgehen. Also, was sagst du? Die Inquisition hat auch noch damit zu tun. Aha, aha. Wo genau liegt denn diese Insel? Wo? Naja, so sicher bin ich mir da nicht. Aber ich hab da so ein Gefühl. Na, immerhin bist du zuversichtlich. Absolut. Super. Wirf einen Blick auf deine Seekarte und immer der Nase nach. Nebelinsel, wir kommen. Mir fällt da gerade etwas ein. Neues Reiseziel verfügbar, die Insel der Diebe. Ja, jetzt spann mich nicht auf die Folter. Folter? Klingt gut. Lenk nicht ab. Was wolltest du von mir? Hast du schon mal von der Insel der Diebe gehört? Auf der Wimmel des Gnomen, richtig? Richtig. Und weißt du, was das heißt? Ja, ich sollte auf mein Gold aufpassen. Genau. Aber das ist es nicht, was ich dir sagen wollte. Anscheinend sind dort vor kurzem auch Kobolde an Land gegangen. Kobolde? Und? Und das bedeutet Ärger. Wenn die Route es zulässt, sollten wir dort mal nach dem Rechten sehen. Schließlich gibt's dort sicher was zu holen. Dann bin ich dabei. Hi, Captain. Die Insel der Gnome erinnert mich auch noch ganz schwach an Risen 2. Da war was. Da waren wir auf der Insel und haben sogar den Gnomen geholfen. Das war gar nicht so einfach. Die Erinnerung kommt zurück an Risen 2. Wo finde ich mächtige Zauberer? Wo? Es gibt einige starke Zauberer in der Südsee. Viele von ihnen sind die geistigen Führer einer Gemeinschaft. Aha. Es täte dir gut, dich einer starken Gemeinschaft anzuschließen.
Sie werden dir helfen, deine alte Stärke wieder zu erlangen. Nach deinem tödlichen Winterschlaf. Okay. Was ist mit der Inquisition? Was? Diese schießwütigen Musketenträger haben schon lange ihre Vormachtstellung hier in der Südsee verloren. Nun, die Zuckerrohrplantage auf Takarigua wird immer noch betrieben, soviel ich weiß. Ziemlich fraglich, ob diese zugeknöpften Blauröcke dir wirklich helfen können, aber wer weiß. Ah ja, okay, wahrscheinlich eher weniger. Neues Reiseziel verfügbar, Takarigua, sehr schön. Wo sind die, verbannten Magier? Soviel ich weiß, haben sie sich auf der Donnerinsel Taranis niedergelassen. Sie graben dort zusammen mit den Gnomen die gesamte Insel um, auf der Suche nach kleinen magischen Kristallen. Aha. Nur die Magier selbst wissen, wozu das gut sein soll. Die Eingeborenen sind starke Voodoo-Zauberer. Das ist wahr. Der Stamm, der für dich am interessantesten sein dürfte, befindet sich auf der Insel Kila. Starke Krieger, mächtige Schamanen, ganz großes Voodoo. Cool. Ich denke, du wirst dort finden, was du suchst. Ich könnte jetzt einen Druiden gebrauchen. Ich hörte von einem Druiden in Kalador. Ich glaube, sein Name war Elric. Er soll dort der geistige Führer der Dämonenjäger sein. Diese dunklen Krieger sind sehr stark und haben ihre ganz eigene Art der schwarzen Magie. Könnte mir gut vorstellen, dass sie auch bei deinem Geistproblem helfen können. So, ich denke, jetzt hast du genug Anhaltspunkte, einen mächtigen Zauberer zu finden. Du musst dich nun entscheiden, wen du davon um Hilfe bitten willst. Wow, das ist voll cool. Eldrick, der Druide, der uns in Risen 1 voll geholfen hat und voll der coole Typ war, der uns das ganze Spiel am Schluss geleitet hat. Wow, cool. Ja, da freue ich mich schon drauf, den wiederzusehen. Und der sieht, macht, wie es aussieht, Sachen mit diesen Dämonenjägern, mit denen ich eigentlich erst so in meinem Hintergedanken nichts zu tun haben wollte. Aber gut, schauen wir mal ins Logbuch. Aha. Moment. So viele Quests. Wie viele am Anfang vom Spiel überschütte mich nicht mit so vielen Quests. Untersuche den toten Piraten. Petja, den Lehnlosen. Moment. Wie? Das ist direkt eine Quest? Ah ja. Untersuche den toten Piraten. Ja, dann machen wir das mal zuerst, würde ich sagen. Damit dieser Quest aus dem Questlog verschwindet. So, dann tun wir mal hier. Kann ich bestimmt zur anderen Seite rüberrudern. Ich drücke die ganze Zeit E, weil ich dachte, mit E kann ich interagieren. Das habe ich zurzeit aus irgendeinem Spiel, das ich spiele, zum Südstrand. Fahren wir jetzt einfach zur anderen Seite, weil hier haben wir gestartet mit Pudgy. Und ja, jetzt würde ich sagen, bisher recht interessant, das gefällt mir jetzt richtig, dieser Umschwung von, yeah, du bist voll ausgerüstet und hast eine Piratenrüstung und hast Stahl als legendäre Klinge und du bist sowieso der Geilste und hast ein eigenes Schiff und eine eigene Crew und alles ist cool, zu, du bist gestorben, du hast gar nichts mehr, schau mal erstmal, dass du wieder selbst mit deinem Leben klarkommst, finde ich nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, wie sich das Spiel noch so entwickelt und ja, was wir zuerst machen werden. Wie es aussieht, haben wir hier richtig viel Auswahl, aber bevor wir natürlich weitermachen, gehe ich einen Schritt zurück und wir schauen an, was der Pirat dann da vorne für uns noch so hat, den wir beim ersten Mal haben liegen lassen. Na gut, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.